Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem gemeinsamen Projekt des Ausprobierens. Willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Wir haben in der letzten Folge erfolgreich den Morbel-Kampf gestartet und dann ging es natürlich los mit der Überhitzung. Ihr habt gesehen, eventuell, ich habe heute einen Beitrag gepostet oder gestern, je nachdem, dass ich die Konsole gereinigt habe, in das leider so gut wie kein Staub drin war. Also es liegt nicht am Staub. Es liegt auch nicht daran, dass die Konsole irgendwie eingekesselt ist vom Schrank oder so. Sie steht ganz oben drauf, also noch freier kann ich sie nicht hinstellen. Wir hoffen jetzt einfach mal. Ich habe sie neu angemacht. Mir ist kalt. Hier ist es sehr kalt im Raum. Ich habe große Hoffnung und ein bisschen Angst. So, was nehmen wir denn jetzt? Was ist denn, das ist mein manueller Spielstand hier. Wir nehmen mal das hier. Versunken im Nebel. Und gucken mal. Ich will nur noch mal ganz schnell jetzt in die, ins System reingucken, ob das mir jetzt die Action-Fokus Ziel, ja. Kamera, ja. Hammer. Bildfrequenz, okay, stimmt auch. Ich wollte nur noch mal gerade übergehen. Stimmen. Visualisierung von Geräuschen. Gut, das brauchen wir alles nicht. Untertitel, NPC-Dialoge wollen wir sehen. Okay, ich habe ein bisschen Angst, aber da mir die Konsole wahrscheinlich nicht um die Ohren fliegen wird und ich sie davor gestreichelt habe und gesagt habe, bitte. Schauen wir mal. Das ist die falsche Richtung, oder? Nee. Gut, wartet mal. Wo muss ich denn hin? Ach, ich hatte die Konsole sogar vorher schon gereinigt. Also, wir sind ja hier mit einer gereinigten Konsole sogar reingegangen ins Spiel. Wartet mal, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Bin verwirrt. Ach, hier. Stimmt, du weißt. So, hier müssen wir raus. Jetzt geht's ab. Entweder es geht ab oder es geht nicht ab. Je nachdem. Da ist er. Wir gehen mal außen lang, vielleicht passiert da nichts. Ja. Bisher ist mein Laptop noch lauter als die PS5, also bisher höre ich eher mein Laptop rauschen. So, hier haben wir wieder die Zippelmütze. Das war's. Und unsere für dich. Drei von der Tanke. Fängt das wieder an. Das stinkt. Ich hab doch gesagt, weg von seinem Maul. Können meine Mitstreiter eigentlich sterben? Perfektes Ausweichen, ey. Bedürfung, Baum. Weg, Willer.
Oh, oh! Oh mein Gott! Ja, wird nix. Okay, ihr Lieben, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Ich habe eine eventuelle Übergangslösung habe ich noch. Ansonsten muss ich tatsächlich auf einen Patch warten, wenn es denn kommt. Ich hatte mir eigentlich gesagt, dass ich es versuchen wollte, weiterzuspielen, weil das Spiel läuft jetzt im Hintergrund tatsächlich weiter. Wir könnten jetzt weiter spielen, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn diese Überhitzung grenzwertig wird. Ich glaube, dass diesen Zustand, den ich jetzt hier bei meiner Konsole habe, ist ein Zwischending zwischen ist ein bisschen scheiße und kann scheiße werden, weil bei einigen anderen ist die Konsole ja tatsächlich ausgegangen, bei mir nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin nicht bereit, meine PS5 aufzuschrauben und nach dem Flüssigmetall zu gucken, auf gar keinen Fall. Da kenne ich mich zu wenig aus dafür. Alle anderen Spiele funktionieren, auch in den Grafikmodi, und ich habe nur das Problem bei diesem Spiel. Ich hoffe, dass meine Lösung, die ich mir jetzt überlegt habe, eventuell die Folge oder der Hinweis wird dann am Donnerstag kommen, ob es was bringt, ich habe keinerlei Ahnung, ich weiß es nicht, es kann nicht an der Raumtemperatur, ich weiß nicht, an was es liegen soll, ich weiß es einfach nicht. Es tut mir leid, dass wir eventuell kurz davor sind, dieses Let's Play abzubrechen. Aber vielleicht geht's ja irgendwann nochmal und es kommt ein Patch oder sowas. Aber in dem Zustand geht es natürlich nicht. Ich komme noch nicht mal beim ersten Boss vorbei. Ich werde die Konsole jetzt wieder ausmachen. Und werde erstmal Vagrant Story spielen. Denn meine PS3 geht ja schließlich noch seit Release. Wenigstens die funktioniert. Danke euch bis hierhin und vielleicht sehen wir uns morgen und morgen funktioniert es. Es ist echt nur eine Übergangslösung. Es würde mich schon fast wundern, wenn das funktioniert. Ja, genau. Ich bin jetzt auch nicht bereit, mir eine neue Konsole zu kaufen, ehrlich gesagt. Und ich werde sie auch nicht einschicken, weil dann würde mein Kanal komplett einbrechen. Deswegen, gucken wir mal, was morgen passiert. Vielen Dank, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.